wir haben einen Top-Gast. Hier ist der Bundestrainer. Herzlich willkommen, Joachim Löw. Freundlicher Empfang im aktuellen Sportstudio, Herr Löw. Joachim Löw, Sie kommen aus Sinsheim, haben heute Nachmittag das Spiel Hoffenheim gegen Gladbach angeschaut. Das war ein spektakuläres Spiel an einem insgesamt spektakulären Spieltag. Das Malheur des Tages, Joachim Löw, gab es heute auf Schalke. Hier haben wir die Szene nochmal. Mario Gomez verschießt für Wolfsburg einen Elfmeter, rutscht aus. Das kann mal passieren, ist am Ende auch noch alles gut gegangen. Aber denkt man sich da als Nationaltrainer ganz spontan, besser heute als in einem möglichen WM-Finale 2018? Das auf jeden Fall, weil der Mario ist normalerweise ein sehr sicherer Elfmeterschütze. Und, aber sowas kann natürlich immer mal passieren. Ja, klar. Wir schauen uns gleich das Abendspiel an, die Bayern gegen Leipzig. Wissen Sie, Joachim Löw, wie viele Tore Sie als Spieler gegen die Bayern gemacht haben? Ich glaube eines, ja. Gut. Als ich mal für Eintracht Frankfurt. Richtig. In welchem Jahr? Ich denke, es könnte 82 gewesen sein. Ja. 1981. Der eines 24. meiner seltenen Oktober. Kopfballtore. Ja. Fast 36 Jahre genau ist das jetzt her. Für Eintracht Frankfurt war ein Sieg damals bei den Bayern im Olympiastadion natürlich noch. Sind das Erinnerungen, die präsent sind, oder schieben Sie sowas eigentlich beiseite dann irgendwann auch? Eigentlich nicht mehr so präsent. Für mich ist präsenter eigentlich meine Zeit irgendwie beim SC Freiburg, weil da habe ich 7, 8 Jahre gespielt in der zweiten Liga. War ein Jahr beim VfB Stuttgart, da hatte ich leider einen Beinbruch. Dann danach in Frankfurt hat es auch nicht so richtig geklappt, aber... Aber das war natürlich ein toller Moment. Das war natürlich auch schon ein schöner Moment für mich als junger Spieler. Ja. Ausführlich sprechen. Joachim Löw ist heute bei uns, der Bundestrainer. Es ist interessant, Dortmund hat in den ersten 5 Spielen der Saison keinen Gegentreffer kassiert. In den 5 danach insgesamt jetzt aber schon 11. Ist die Spielidee von Peter Bosz zu riskant? Nein, das würde ich jetzt so nicht bejahen, weil er schon auch ein Trainer, der bei Ajax Amsterdam schon sehr gute Arbeit geleistet hat. Dortmund ist eine Mannschaft, die eigentlich gerne offensiv spielt, die tolle Offensivspieler hat. Im Moment stimmt schon, ist die Balance vielleicht nicht so richtig vorhanden, Offensive, Defensive, aber ich denke, das funktioniert ja manchmal auch nicht auf Knopfdruck. Also kam ein neuer Trainer, der braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, um seine Idee irgendwie bei den Spielern zu verinnerlichen. Ja? Also sie sind offensiv gut, aber sie haben, ich glaube, er hat es auch erwähnt, eigentlich jetzt nicht das Problem, dass sie immer so hoch stehen, sondern dass sie einfach dann auch manchmal einfache Ballverluste haben in der Vorwärtsbewegung und dass sie manchmal dann eben auch vielleicht im Mittelfeld nicht so den Zugriff haben auf die Spieler. Und dann ist es natürlich gefährlich, wenn man hochsteht. Aber Marcel Schmelzer, haben wir gerade eben gehört, der hat gesagt, da wird drüber zu reden sein. Wann ist der Moment gekommen, wo einen dann schlechte Ergebnisse auch dazu zwingen, sich von einer Spielidee vielleicht zu verabschieden? Das muss der jeweilige Trainer entscheiden, der seine Mannschaft ja eigentlich auch ganz gut kennt. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe das Spiel nicht live gesehen. Manchmal, klar, kann man als Trainer natürlich auch die Einstellung vielleicht auch bemängeln und die Idee, die man hat, die möchte man schon auch gerne als Trainer verfolgen. Natürlich immer mit einer gewissen Flexibilität, die man natürlich auch braucht. Ja? Und man muss auch vielleicht mal einen Schritt vielleicht zurückgehen in manchen Situationen. Aber grundsätzlich ist der Anspruch, glaube ich, in Dortmund mit den Spielern, die sie haben, mit dem Publikum, dass sie schon auch eine Mannschaft haben, die offensiv spielen möchte. Aber es ist dann immer schwierig, auch eben in der Defensive die richtigen Antworten darauf auch zu haben. Ne? Nochmal zum Topspiel zurück, Joachim Löw. Die Frage, ob Leipzig mit Bayern in dieser Saison auf Augenhöhe ist, die kann man aufgrund der letzten beiden Spiele einfach überhaupt nicht beantworten, weil die Leipziger immer nur zu 10 waren. Wie nah ist aus Ihrer Sicht Leipzig den Bayern im Jahr 2017? Zuerst mal gibt es, sagen wir mal, ganz unterschiedliche Situationen. Die Bayern haben ja den Anspruch, dass sie ganz einfach auch in der Spitze in Europa sind. Und Leipzig hat einen Weg gemacht, der schon auch sicherlich bemerkenswert ist, von der unteren Liga jetzt in die Bundesliga. Hat letztes Jahr die Champions
Champions League erreicht. Die Spielstile sind ja ein bisschen unterschiedlich. Also Leipzig spielt ja natürlich auch manchmal oder häufig mit Pressing, mit Anlaufen, aber auch natürlich schnelles Umschalten aus einer guten Defensive heraus. Bayern ist eine Mannschaft, die Ballbesitz hat. Ich glaube, dass Leipzig klasse spielen kann. Heute war es leider so, dass halt natürlich nach 10 Minuten schon ein Spieler runtergestellt worden ist. Die Bayern sind natürlich vielleicht schon auch insgesamt einen Schritt weiter. Ihre Erfahrung international, das macht natürlich schon auch Reife und Sicherheit aus, wenn man über so viele Jahre hinweg einfach das auch gewohnt ist, an der Spitze zu sein und international auch immer dort hervorragende Leistungen zu zeigen. Leipzig ist auf dem Weg nach oben, aber sie haben eine Mannschaft, die ist unheimlich dynamisch, die ist sehr schnell, sie haben viele junge Spieler, also diese Mannschaft ist entwicklungsfähig und sie können, glaube ich, schon auch in den nächsten Jahren den Bayern wirklich auch ein gefährlicher Gegner sein. Bayern momentan natürlich auch mit dem Jupp Heynckes-Effekt. Die haben den Trainer zurückgeholt bis zum Ende der Saison. Dann wird man mal weitersehen. Es fehlt auch immer wieder Ihr Name, wenn es darum geht, wer denn Trainer des FC Bayern dann mal werden könnte. Ist das für Sie eine Überlegung wert? Das konkret ist für mich, bei den Bayern? Nein, das ist für mich jetzt überhaupt keine Überlegung wert. Zum einen hatte ich mal irgendwie so im Nebensatz gesagt, natürlich kann ich mir vorstellen, nochmal irgendwann eine Mannschaft zu trainieren, eine Vereinsmannschaft, weil mir macht ja auch das tagtägliche Training Spaß und so weiter auf dem Platz. Auf der anderen Seite steht die WM bevor und ich habe beim DFB einen Vertrag bis 2020 und im Moment mache ich mir überhaupt nichts, über gar nichts Gedanken, außer über unsere WM. Jetzt kommen wir uns mal die Tabellenspitze Stand heute an, 10. Spieltag, und da werden wir feststellen, dass die Breite da oben zugenommen hat, oder wie formuliere ich das jetzt korrekt? Also man hat irgendwie das Gefühl, die Mannschaften sind ein bisschen enger zusammengerutscht, der Wettbewerb ist ausgeglichener geworden. Können Sie überhaupt was sehen, Herr Löw? Ist ein bisschen klein, ne? Für mich, ja. Fakt ist, international haben die deutschen Vereine, und darum geht es ja eigentlich, hier können wir es nochmal ganz deutlich sehen, also die Bayern vorne mit 23, vor Dortmund 20, Leipzig 19, dahinter Hannover, Schalke, relativ eng alles. International haben die Vereine, und das ist das eigentliche Thema, auf das ich hinaus möchte, zuletzt geschwächelt. Ist das Niveau in der Liga jetzt insgesamt schwächer geworden oder kann man das zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich generell natürlich eine gute Liga ist, eine sehr attraktive Liga mit sehr guten Inhalten. Auf der anderen Seite, klar, können wir uns jetzt nicht irgendwie zufrieden zurücklehnen, weil in einigen Spielen im europäischen Wettbewerb haben wir jetzt in der Summe nicht diese Ergebnisse erzielt, die wir uns alle vorstellen, und haben nicht unbedingt eine gute Visitenkarte abgegeben. Ja, das stimmt schon. Ne? Zum einen war sicherlich so, ich war für mich auch so ein bisschen verwunderlich, dass einige Mannschaften das ganze Jahr über alles dafür tun, alle Energie einsetzen, um in den internationalen Wettbewerb zu kommen. Wenn sie dann im internationalen Wettbewerb sind, dann sieht man oder hört man, liest man häufig, dass sie manche Spieler schonen wieder für die Bundesliga, weil die Bundesliga dann wieder wichtig ist. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass halt eben auch wir gegen Ukraine oder gegen Weißrussland verlieren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass andere Nationen einfach auch wahnsinnig aufgeholt haben in ihrer Ausbildung. Wir haben hier mal den Vergleich sogar grafisch aufgearbeitet. Also 11 von 18 Spielen sind verloren gegangen, ja, im internationalen Wettbewerb. Deutschland hat die schlechteste Quote im Vergleich zu England, Spanien und Frankreich. Sie haben ja von dieser Situation schon als alarmierend gesprochen, Joachim Löw. Wo liegen denn die Gründe dafür? Sie haben damals gesagt, Sie wollen da zum jetzigen Zeitpunkt, ja, noch nicht drüber sprechen, aber man muss es ja irgendwann mal ansprechen. Warum ist das so? Zum einen das Argument, das ich gesagt habe, ich habe mich dann gewundert, dass manche Mannschaften in der Europa League eben auch manche Spieler geschont haben. Haben die keine Lust? Das denke ich schon. Da müssen jetzt die jeweiligen Trainer fragen. Lust haben die wahrscheinlich schon, aber man hört dann manchmal, die Bundesliga ist wieder wichtig, dass wir uns da wieder qualifizieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch so ein bisschen die jeweiligen Vereine oder die jeweiligen Spiele analysieren, warum oder weshalb. Ja. Ich als Trainer, Bundestrainer, wünsche mir natürlich auch immer, dass unsere Spieler im internationalen Wettbewerb sind, weil da können sie natürlich auch am meisten lernen. Sind die Talente in der Masse nicht? Ich würde einfach gerne so ein paar Gründe. Sind die Talente in der Masse nicht mehr da? Woran liegt's?
Also ich glaube, dass zum einen braucht jeder irgendwie einen Plan, mittel- und langfristig eben auch zu arbeiten. Die generelle Situation, vielleicht auch international manchmal, dass die Trainer manchmal auch nicht unbedingt immer diese Zeit bekommen. Die Spirale dreht sich wahnsinnig schnell und manchmal werden dann irgendwie alles nur von einzelnen Ergebnissen abhängig gemacht. Ja? Dann gibt es so Ad-hoc-Entscheidungen und Schnellschüsse, die da auch nicht unbedingt dann die Substanz haben. Und manche Trainer können vielleicht auch nicht auf Dauer manchmal ihre langfristigen Pläne irgendwie durchziehen. Aber wenn man jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre nimmt, dann hat ja eigentlich nur Bayern München, glaube ich, einmal die Champions League gewonnen. Die Spanier sind in der Tat international in dem Vergleich natürlich auch ein Stück voraus. Ja? Und wenn man jetzt die aktuelle Champions League nimmt, dann sind, glaube ich, 4 oder 5 Engländer sind auch in der jeweiligen Gruppe an der Spitze. Also da ist nicht nur mehr Geld da, sondern auch mehr Qualität der Spieler. Mehr Qualität der einzelnen Spieler würde ich nicht unbedingt jetzt sagen. Aber wir in Deutschland verkennen ja manchmal ein bisschen und so und glauben, wir sind die Einzigen, die guten Talente haben. England ist U17 Weltmeister geworden jetzt, U20 Weltmeister. Die haben wirklich auch sehr viele gute Spieler. In Spanien, ich war letztes Jahr mal in Spanien und habe mir mal ein bisschen die Jugendarbeit angeschaut von Barcelona. Da sind wirklich auch wahnsinnig viele hochkarätige, junge Spieler vorhanden. Also die Ausbildung ist auch in anderen Ländern hervorragend. Wir in Deutschland haben sicherlich die letzten Jahre aufgeholt. Aber wir haben viele Spieler, die natürlich auch im Passspiel sehr gut, die taktisch auch gut geschult sind, sind wir eindeutig besser geworden. Aber eigentlich haben wir in Deutschland viel zu wenig Spieler, 1 gegen 1, schnelle Spieler, weil man auch unten manchmal in der Ausbildung so ein bisschen das Dribbling unterbinden will und auch dieses Risiko zu gehen. Deswegen müssen wir da so alle ein bisschen den Hebel ansetzen. Das heißt, wir sind nicht so gut, wie wir denken, sagt der Weltmeistertrainer. Ich glaube, dass ich das schon öfters erwähnt habe, weil ich ja schon auch mit meinem Stab und so den internationalen Fußball schon auch häufig beobachte. Also ich schicke meine Leute häufig in Europa, irgendwo nach Italien, nach Spanien, Trainings anschauen. Unsere Scouts, die waren jetzt in Südamerika, schauen Chile, Argentinien an. Wir beobachten Chile zum Beispiel schon auch sehr, sehr lange. Und wir dürfen nicht glauben, dass nur bei uns irgendwie der Fußball gut ist. In anderen Ländern ist er auch wirklich auf einem wahnsinnig guten Niveau in manchen Ländern. Joachim Löw, Sie waren da heute in Sinsheim und Sie haben das Plakat da auch gesehen im Stadion heute. Ja, ich fand es absolut beschämend und unwürdig, überhaupt so ein Plakat da irgendwie aufzuhängen, wer auf so eine Idee kommt. Der Dietmar Hopp, ich kenne ihn auch persönlich, der macht wahnsinnig viele Dinge in sozialen Bereichen, in Fußball, der hat eine super Akademie aufgebaut. Der ist jemand, der mit ganzem Herzen und mit aller Leidenschaft für diesen Verein auch da ist und wirklich auch da Großartiges geleistet hat. Und der hat es einfach auch nicht verdient, dass man ihn so mit so Beschämen da eben auch attackiert. Klare Kante vom Bundestrainer. Seit 1962 mit Brasilien ist es keiner Mannschaft, keiner Nation gelungen, den Titel zu verteidigen. Bastian Schweinsteiger, der drückt die Daumen, freut sich auf die WM und hält alles für möglich. Ich meine, wir können super stolz sein auf die Mannschaft und wir können die Mannschaft, wir sollen die Mannschaft unterstützen, so viel wie es geht und ihnen die Daumen drücken. Und natürlich ist es möglich, auch in Russland die Titel zu holen. Es wird nie einfach, wenn du der Top-Favorit bist. Weil natürlich jede Mannschaft, gegen die du spielst, die wollen dich ärgern. Aber ich glaube, Jürgen Löw weiß das ganz genau. Und er weiß ganz genau, wie man solche Situationen handhabt. Na klar weiß er das. Vielleicht sammeln wir ein paar Argumente, Joachim Löw. Was ist in 2018 besser als 2014? Besser? Mhm. Na, was für den Titel? noch besser? Also ich glaube, dass es eine unglaublich schwierige WM für uns werden wird, weil 2014 waren wir gar nicht so im Fokus. Brasilien war im Fokus als Heimnation. Man hat auch im Vorfeld gesagt, noch nie hat ein Europäer auf diesem Kontinent gewonnen. Wir haben uns da, ohne so einen einzigen Superstar zu kreieren, als Mannschaft und als Team wirklich auch hervorragend in dieses Turnier reingespielt und uns dann auch ständig gesteigert. Und es war eine großartige Leistung. Jetzt sind wir Weltmeister und Confed-Cup-Sieger. Wir sind die Nummer 1 der Welt. Jetzt
eigentlich, wir sind die einzige Mannschaft, die eigentlich nur noch verlieren kann oder die schlechter werden kann. Alle anderen Nationen können natürlich auch gegen uns gewinnen und die werden mit einer unglaublichen Motivation gegen uns antreten. Und so eine Leistung zu wiederholen, ist schon auch wahnsinnig schwer. Also da muss man sich schon unheimlich darauf vorbereiten und fokussieren. Der Mensch, der glaubt ja eigentlich auch so von Natur aus, das, was er mal geschafft hat, das kann man wieder leicht schaffen. Aber das ist halt nicht so. Und ich glaube, wir müssen schon auch irgendwie einen unglaublich starken Kader haben, wo jeder Spieler zu jeder Minute, an jedem Tag in einer wirklich Top-Verfassung ist, um das nochmal eben auch zu erreichen, weil es ist schon auch schwierig, das zu bestätigen, vor allen Dingen, wenn man die Gejagten ist. Vor allem, wenn es in einem Land 80 Millionen Bundestrainer gibt, die es im Zweifel sowieso alle besser wissen. Wir haben hier jetzt mal einen ganz prominenten Vertreter, Joachim Löw, der eine ganz konkrete Frage hat. Schönen guten Abend ins Sportstudio und guten Abend, Herr Löw. Brennend würde mich natürlich interessieren, wie man es schafft, wenn man so einen breiten Kader hat mit so vielen jungen Talenten, gesetzten Spielern, mit sehr viel Erfahrung, sich dann doch zu entscheiden und die mitzunehmen, die es dann letztendlich verdient haben. Die sogenannte Qual der Kaderwahl, Joachim Löw, wie sind die Gedankenspiele? Zum einen müssen wir natürlich im nächsten Jahr wahrscheinlich harte Entscheidungen treffen, absolut. Aber das war uns auch bewusst und das wollten wir auch so. Nach der WM 2014 habe ich gesagt, klar, wir müssen uns irgendwie neu erfinden, wir müssen Dinge ändern, wir müssen jetzt wieder neue Wege gehen, gerade dann, wenn man irgendwie an der Spitze ist. Und wir brauchen jetzt auch wieder frisches Blut in unsere Mannschaft. Und deswegen haben wir eigentlich frühzeitig entschieden, den Confed Cup mit einer Perspektivmannschaft anzugehen. Junge Spieler, die da Erfahrung sammeln können, die Talent haben, aber vielleicht eben so diese Turniersituation nicht ganz gewohnt sind. Und von daher wollten wir diesen Konkurrenzkampf machen. Und jetzt dürfen wir uns auch nicht beschweren. Wir haben schon auch viele Talente, aber wenn man Weltmeister werden will, dann brauchen Spieler, die irgendwie auf ein Weltklasseniveau kommen. Und zwar alle, die irgendwie dann zum Einsatz kommen. Und wir haben gute Talente, aber die müssen schon auch noch ein bisschen reifen, weil wir spielen gegen Messi und Ronaldo und gegen andere Weltklasse-Spieler. Also da müssen wir schon auch noch ein bisschen was tun. Es werden Entscheidungen gefällt werden, die hart sind für einzelne Spieler, aber das ist mir lieber, wenn die Situation so ist, dass wir eben auch einen guten Konkurrenzkampf haben. Aber wenn ich Sie richtig interpretiere, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass es im nächsten Jahr auch richtig prominente Namen treffen kann. Das kann schon auch durchaus sein, weil ich habe ja mal vor kurzem auch der Mannschaft gesagt, und weil wir auch ein paar neue Spieler eben haben und junge Spieler, was es eben auch brauchen, was ich eben auch erwarte von ihnen. Und ich meine es ernst. Ja. Man muss sich nicht erst irgendwann nächstes Jahr im April oder im Mai darauf vorbereiten, sondern muss sich jetzt schon gedanklich damit beschäftigen. WM ist das Allergrößte, was ein Fußballer irgendwie spielen kann. Oder Weltmeister zu werden, das Allergrößte. Eine lange Bundesliga-Saison. Also ich erwarte von den Spielern schon auch, dass sie sich wahnsinnig intensiv vorbereiten. Nicht natürlich jetzt immer an die WM denken, aber in meinem täglichen Ablauf, in meiner Professionalität, in meinem Lebenswandel muss ich halt eben auch alles dafür tun. Nur wenn ich jetzt beginne, dann hab ich vielleicht eine Chance dann. Wenn ich spät beginne, dann wird es schwierig. Richtig, aber so eine Mannschaft ist ja mehr als nur 11 einzelne Spieler. Das muss ja ein homogenes Team werden. Das heißt, worauf kommt es dann an? Sie müssen zum einen Erfahrung und Jugend abwägen, das haben Sie gerade eben schon schön gesagt. Aber was ist die richtige Mischung? Wer harmoniert mit wem? Wo ist jemand, der auch mal, der Lust und Laune verbreitet? Das ist ja auch ganz wichtig. Viele Komponenten spielen da natürlich auch irgendwie eine Rolle. Klar, wir brauchen eben auch eine gute Mannschaftsleistung. Ich möchte jetzt Konkurrenzkampf, den habe ich ganz bewusst so ein bisschen geschürt die letzten 2-3 Jahre. Im nächsten Jahr, wenn wir dann in die Vorbereitung gehen, möchte ich aber diesen Konkurrenzkampf nicht, sondern möchte ich Spieler, die für die Mannschaft irgendwie alles tun, die in jeder Sekunde irgendwie bereit sind, eben auch für die Mannschaft alles zu geben. Wir hatten ja auch ein paar Beispiele 2014. Der Christoph Kramer, der war immer irgendwie im Training, war unheimlich positiv und im Endspiel hat er dann plötzlich von Anfang an gespielt. Aber es braucht natürlich Qualität, es braucht Teamfähigkeit, es braucht natürlich auch eine hohe Sozialkompetenz, ganz klar. Es braucht natürlich auch eine gewisse Toleranz, auch in manchen Momenten eines Turniers. Turniere sind lang und Turniere bringen natürlich auch manchmal für einzelne Spieler so ein bisschen Frust mit. Aber da braucht es eben auch diese Frusttoleranz, um das mal auszuhalten und eben auch für das Team alles zu tun. Nur wer ein gutes, funktionierendes Team hat, nur der hat eine Chance.
Chance, Weltmeister zu werden. Trotzdem hat man ja das Gefühl, es gibt da auf jeden Fall so ein paar Gesetzte. Also wir haben sie jetzt mal die glorreichen Sieben genannt, mit einem großen Fragezeichen noch hinten dran. Und die Namen lauten Neuer, Boateng, Hummels, Kimmich, Kroos, Müller und Özil. Ist da einer dabei? Ein unantastbarer? Ich glaube, dass natürlich auch jeder irgendwie in diesem Jahr gute Leistungen zeigen muss. Aber wir haben ja jetzt nicht mehr so viele Weltmeister dabei von 2014. Also es gab ja schon auch einen großen Umbruch. Aber jede Mannschaft braucht natürlich auch irgendwie eine starke Achse. Und das sind natürlich Spieler jetzt hier, die über die Erfahrungen verfügen, die natürlich auch eine unglaubliche Qualität in ihrem Spiel haben. Das sind Spieler, die die Mannschaft führen können. Und das sind schon auch Spieler, die man nicht ständig kontrollieren muss, weil die kontrollieren sich auch selber, weil sie so erfolgsbesessen und erfolgshungrig sind, dass sie natürlich auch das, wie Manu Neuer, Mats Hummels, Jerome und so weiter, Sami Khedira, dass die schon auch den Spielern, den jungen Spielern vieles bei einem Turnier mitgeben können, ihnen auch in verschiedenen Situationen helfen können. Wir können jetzt auch nicht jeden einzelnen Spieler durchgehen, aber es gibt ja doch ein paar Krisenfälle momentan auch in der Mannschaft. Manuel Neuer, Sie haben ihn gerade schon angesprochen, der muss Monate pausieren, hat 3 Brüche innerhalb eines halben Jahres gehabt. Er hatte seinen letzten Nationalelf-Einsatz im September 2016. Ja. Also wenn der zurückkommt, dann hat er 1,5 Jahre kein Länderspiel mehr gemacht. Ist das eine für eine Wildcard? Der Manuel Neuer schon, ja, glaube ich, wenn er jetzt, was ja so angedacht ist, im nächsten Jahr, im Januar oder Februar wieder einsteigen kann, ich glaube, dann hat er 3 oder 4 Monate und der Manuel Neuer wird dann es schaffen, auch in Form zu kommen. Wenn das nicht gelingen sollte, dann muss man natürlich das auch je nach Situation sehen, aber wir alle würden uns natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn der Manu dabei sein kann und das, davon gehe ich jetzt mal aus, weil er ist einfach der beste Torhüter der Welt und war für uns bei allen Turnieren, in jedem Spiel, ein riesiger Rückhalt, obwohl es die Jungen auch gut machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er im Januar wieder dann auch trainiert und einsatzfähig ist. Anderer Fall ist noch Marco Reus, der ist gerade im Aufbautraining, der wird im März zurück erwartet. Der ist dann fast 2 Jahre raus gewesen, hat 2 Jahre nicht gespielt für Deutschland. Ist es zu spät? Ist heute irgendwie vielleicht ein bisschen zu früh, darüber zu reden. Ich weiß das natürlich jetzt auch nicht. Der ist im Moment auch wieder im Aufbautraining und sein Plan ist eben auch, ab Januar wieder im Mannschaftstraining zu sein, dann zu spielen, hat ein halbes Jahr Zeit. Das ist natürlich ein bisschen traurig, weil wir haben, wie jetzt Marco Reus, der eigentlich bei keinem Turnier dabei war, jetzt zuletzt die letzten Jahre bei keiner WM, auch Ilkay Gündogan, der ja, die beiden haben mal auch unsere Mannschaft stark mitgeprägt. So nach 2012 bis 2013 waren das beide Leistungsträger und danach haben sie dann irgendwie die WM und die EM verpasst durch Verletzungen. Und das war ja dann auch tragisch vor der WM, der Marco Reus im letzten Vorbereitungsspiel, die sich hier in Mainz verletzt hatte. Und seither eigentlich auch ein paar Verletzungen hatte. Aber ich würde mir wünschen, wenn er in eine gute Form kommt, weil der Marco Reus ist natürlich auch ein Spieler, der schon auch mal den Unterschied ausmacht. Sie haben eine fantastische WM-Qualifikation gespielt und wo man sich umhört, auch international, natürlich ist Deutschland der am häufigsten genannte WM-Titelfavorit für 2018. Wem wollen Sie aus dem Weg gehen? Wer steht für Sie auf der Liste ganz oben? Jetzt haben wir im Dezember, 1. Dezember, Auslosung im Kreml. Da wird es dann nochmal richtig spannend. Da wird es sicherlich nochmal spannend, klar, weil in Gruppe 2 oder so, 3 sind natürlich auch gute Mannschaften, Spanien unter anderem. Aber ich denke jetzt mal, bei jeder Auslosung ist so, man nimmt es wie es kommt, man muss sich eh auf alles einstellen. Man kann wahrscheinlich keinem Gegner aus dem Weg gehen. Irgendwann im Viertelfinale, Halbfinale oder im Finale trifft man dann auf eine der, stärkeren Mannschaften, klar. Und da hängt es dann natürlich auch von einigen Faktoren ab. A, braucht man natürlich eine Top-Leistung. Man darf sich irgendwo dann mal keinen so Fehler erlauben. 2016 im Halbfinale war man dann irgendwie in Rückstand durch einen blöden Elfmeter, der mal passieren kann. Also da solche Dinge passieren, Verletzungen, vielleicht auch mal eine rote Karte. Also all diese Dinge kann man manchmal ja auch nicht berechnen. Aber ich denke, dass Argentinien sicherlich mit einer unglaublichen Offensivkraft, Messi, Di Maria, Dybala und Higuain und Agüero und ein paar andere noch, Spanien nach wie vor natürlich gut. Frankreich. Brasilien ist wieder erstarkt, muss man sagen. Also die haben sie vom 7-1 wirklich auch blendend erholt. Oh Gott. Ja? Wirklich, ja. Natürlich, in der Qualifikation, wir waren mit unseren Leuten auch mal drüben, haben einige Spiele gesehen von den Brasilianern. Neuer Trainer, viele junge Spieler, also die sind schon auch wieder um einiges besser.
Und ich würde dieses Jahr auch oder nächstes Jahr auch nicht die Engländer vergessen, weil England hat wirklich auch viele gute junge Spieler und eine starke Liga. Und also wenn die Engländer mal irgendwie es schaffen, als eine starke Mannschaft aufzutreten, dann gehören die mit zu den Favoriten. Und Frankreich. Frankreich, ich meine, klar, haben ja auch wirklich, wenn man weiß, Pogba und, wer da alles spielt. Natürlich auch klasse Spieler. Also. Aber die Engländer könnten wir uns doch in zwei Wochen mal anschauen, oder? Die Engländer ja. Können wir uns mal anschauen, da können wir mal Freundschaftsspiel im November, England gegen Deutschland im Wembley-Stadion. Das Spiel gibt es im ZDF. Und wir sehen uns dort und natürlich gleich noch an der Torwand. Vielen Dank, Joachim Löw.